Auf ein neues, zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver. Im letzten Part sind wir hier in Sparklingen angekommen, haben schon die erste Mission gemacht mit Bravour und gehen erstmal die Schuhe suchen, die wir noch brauchen. Nicht die Schuhe, diesen Schneewerfer da. Schneekanone, Kampfgerät. Genau dahin. Goomba will nur mit Peach spielen, Peach will aber, dass wir gegen sie spielen. Und wir haben die Kanone, finde ich. Ja, fehlen uns ein paar Sachen. Das heißt, es ist nur noch ein Weg da hinten offen. Und Jan will wieder zu Peach. Warum auch immer. Aber gut. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was jetzt noch kommen kann, weil so viel ist es ja gar nicht. Da hinten muss irgendeine Truhe sein. Ach so, ach, das Minispiel. Stimmt, ich weiß, wer das Minispiel macht. Das war schön, das erste Minispiel. Ich frage mich, wozu dieses leuchtende sechseckige Ding am Boden da ist. Ich glaube, wir sollten mal irgendwann das näher unter die Lupe nehmen. Ja, geh einfach mal drauf. Du landest jetzt in Frosthausen. Draufstehen, genau in der Mitte. So ist das wohl gut? So mit A. Ja, dann überprüfe das und dann kannst du dich teleportieren, aber musst du nicht machen. Kannst du kurz ausprobieren, warum nicht. Du landest halt auf diesen sechs Dingern vor dieser. Vor dem Museum. Oh, der Todd. Ist, hat der etwas, was wir machen können? Oh. Neuigkeiten. Der Name Sparkling kommt von den funkelnden Lichtern, die den notieren. Ja, Spark steht ja für Leuchten oder so. Na ja, sowas, wenn das nicht Sonic und Mario sind. Seid ihr wegen des Schneefests hier? Oh, das tut mir aber leid. Hier findet der Schneekanonenkampf statt. Ohne Kampfschneekanone könnt ihr aber nicht teilnehmen. Und wie sieht's aus? Ihr habt keine, also. Pech gehabt. Vergesst nicht, kommt wieder, wenn ihr eine Schneekampfkanone habt. Ich rühre mich nicht von der Stelle. Ja, da bleibt nur noch dieser Weg und das wird der richtige sein. In diesem Tor ist so ein Schlüsselloch. Wir brauchen einen Schlüssel, um das Tor zu öffnen. Was sagst du? Du willst die Gegend für uns absuchen, Luigi? Oh, das ist aber nett von dir. Danke für deine Hilfe, Luigi. Oh, wenn du wüsstest, was jetzt passiert, das ist so lustig. Nee, ich glaube, ich sehe nicht richtig. Was macht ihr da? Na, einer dieser miesen Buhu-Geister ist wie aus dem Nichts aufgetaucht. Ja, ich war schon die ganze Zeit hier. Ich habe mich bloß versteckt. Luigi, wo willst du hin? Wow. Na, ihr habt den Schlüssel gefunden, aber ihr bekommt ihn nicht. Habt ihr. Na, das ist nichts für euch, Feiglinge. Holt ihn euch doch, wenn ihr euch traut. Pass auf, Luigi, wir haben es hier mit einem Boho zu tun. Luigi hat Erfahrung damit. Luigi wird anscheinend versuchen, den Schlüssel vom Boho zu holen. Erstes Minispiel. Hol den Schlüssel, meine Buhu, hol dir die Batterien, um das Licht anzuschalten und finde den Schlüssel. Boah. Nutze das Steuerkreuz. Du musst aufpassen, du darfst nicht gegen die laufen, das ist ein bisschen schwierig. Du musst aber alle Batterien sammeln. Aha. Aha. Alter. Nimm die links erstmal. Und dann kannst du die alle drei mit einem aufsammeln. Du musst den richtigen anleuchten dann. Du musst hinlaufen, du musst reinlaufen. Das hast du nicht gesagt. Du sollst irgendwie anleuchten. Ich wusste nicht, wie das geht. Ja, und danach musst du den ja noch schnappen. Aber sehr gut gemacht. Na! Ja. Oh. Du hast es geschafft, Luigi. Ja, ich hab was vergeigt. Wie konnte ich einen solchen Angsthasen das Tor öffnen lassen? Mich versupft. Ich verzupf mich lieber, bevor Bowser davon erfährt. Nun können wir weiter. Vielen Dank, Luigi. Na, wie fandest du das erste Minispiel? War jetzt nicht ja, so das aufregend, war aber. Gut. Ja, wie gesagt, nicht wirklich kommen aufregend, noch. Aber... Kommen noch. Genug. Was könnte das nur sein? Oder oben drüber ist bestimmt ein Stein. Nee, Skandal ist er nicht. Von dieser Schatzkiste... Ach so, ja. Von dieser Seite lässt sich die Truhe nicht öffnen. Uff.
Du hast eine Kampfschneekanone. Nun könnt ihr an Schneekampfkanonen-Kampfmissionen teilnehmen. Alter. Ja, würde ich sagen, reden wir erstmal mit Toddy. Dann mit Peach und dann mit Gumball. Haben wir das? Hi, habt ihr Lust auf einen Schneekanonenkampf? Ihr seid herzlich eingeladen. Zerbricht 10 Eisblöcke in einer Minute. Ja, das schaffen wir. Ja, es muss erstmal reinkommen. In die Steuerung und so. Ja, nehmen wir Mario. Mario! Und mit der Steuerung muss man auch irgendwie klarkommen. Ist ja jetzt so kein Kampf, wo man die Gegner besiegen muss. Wenn du gedrückt hältst und lange drückst, dann machst du einen weiten Schuss. Probier mal aus. Und dann fliegt der halt irgendwo da hinten hin und ansonsten sind es halt kürzer. Das musst du ja beeilen, du hast nämlich schon Zeit verloren. Metall kannst du nicht kaputt machen, aber die halt. Und du siehst auch unten auf der Karte, beziehungsweise neben dir, oder wo auch immer du das gerade siehst, siehst du die Eisblöcke. Aber komm, 10 ist machbar. Aber du hast auch nur eine gewisse Anzahl von Schüssen, wie es aussieht. Und man kann nachladen. Komm, wir brauchen eine besonders gute Leistung, dann bekommen wir nämlich wieder ein Herz dazu. Ich glaube, das ist auch eine gute, das könntest du auch hören, diese Sportart. Ich glaube, du stehst zu nah dran. Na doch, geht. Mach das einfach. Ja, 20, Alter, das ist doch schon hier, ne? Oh je. Uff. Also, was ist das für eine Mini-Explosion? Nein. Hey, alles gut? Ja, sogar ein Leben. Da freut er sich. Wollt ihr ein Kristall für uns? Du hast ein Kristall. Wir haben es geschafft, jetzt fehlen noch 2 Kristalle, um die Eisbär zu brechen. Ja, er hat gesagt, wir haben 2 und dann hat er gesagt, wir fehlen nur 2. Ja, siehst du? Ja. Wenn man euch zusieht, kann man meinen, dass die Mission abzuschließen einfach ist. Das Zuschauen hat richtig Spaß gemacht. Ja, schön für dich. Freut uns. Ich hoffe, das Zuschauen macht euch auch Spaß. Ja, super. Wenn das so sein sollte, dann könnt ihr gerne Kommi da lassen und Daumen hoch. Und Abos sind auch gern gesehen. Ja, Oma, ciao. Ja, du musst da runter zur Sprungfeder. Wie bitte? Oma, ciao. Oma, ciao, bester Mann. Eigentlich müsste man sagen, beste Frau. Wollte ich gerade sagen. Das ist dann eher beste Frau. Hallo, Peach. Das ist die Rückseite des Schildes, vor der siehst du doch nichts. Ja. Da wüsste ich, wenn da wirklich mal was stehen würde. Oh, Sonic. Ich musste was mit Mario besprechen. Ja, du. Immer noch. Wählerisches Vibe. Warum hast du das Oh, da bist du ja wieder Mario. Oh, mal, wo warst du jetzt? Würdest du dir was ausmachen, wenn wir uns eine Weile zusammentun, so? Hä? Damit meine ich natürlich, dass wir den Schneekanonenkampf gemeinsam üben. Besiege Peach innerhalb von 2 Minuten. Danke, ich freue mich auf einen Wettkampf mit dir, Mario. Zusammentun gegeneinander? Ja, was denn jetzt? Ja, die üben in einem Team, aber wenn nicht im Team Team ist auch gegeneinander. Wenn nicht Team, Team, Team. Ist okay, in Team. Im Intim Team. Schauen und taktisch spielen. Du siehst sie unten. Herzen helfen dir auch. Schießen, 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 schießen. Oh, jetzt hat sie sich schon zerstört. Eieiei. Alter, was hat die denn gemacht? Jetzt hat sie schon einen Punkt. Schwierig. Ich weiß nicht, ob es reicht, wenn du diese einmal besiegst oder ob du gewinnen musst. Oh. Aber sehen wir ja dann gleich. Kaputt machen, los! Feuer! Feuer! Oha, der hat aufgeladen. Oh, reicht okay, schon. Die sind gnädig, würde ich sagen. Oh. Nächster Kristall. Geht voran. Ah, nur noch einer brauchen wir. 3 haben wir schon. Glückwunsch, Mario. Du hast die Mission abgeschlossen. Du hast mich wirklich beeindruckt. Ich kann noch viel von dir lernen. Wow. Wirklich? Du willst noch mehr mit mir üben? Aber steckst du nicht mitten in einem Abenteuer, Mario? Ich will dich nicht aufhalten. Obwohl, wenn du mich vielleicht mitnimmst...
Wärst du damit einverstanden? Sicher, Prinzessin Peach. Wäre eine Bereicherung fürs Team und bräuchte uns viel Freude. Aber ich mache mir Sorgen, dass wir sie in Gefahr bringen. Ach, kümmert euch gar nicht um mich. Ich werde euch nicht im Weg stehen. Ich gebe mir genauso viel Mühe wie alle anderen. Prinzessin Peach ist mit vor der Partie. Ja. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu Goombi. Goomba. Goomba, Goomba. Und danach können wir einen Abstecher machen nach Froston. Frosthausen, eigentlich Frosthausen heißt es im Englischen. Wir haben dir ein Vibe mitgebracht. Hey, Prinzessin Peach, ich hab was Leuten hören. Und eine Glocken. Schnieke und Köpfen. Oh, ich wusste gar nicht, dass die Leute von mir reden. Wie wär's mit, wenn du mit Schneekanon Kampf machst? Du besiege alle innerhalb von 2 Minuten. Also musst alle einmal besiegen. Aber wenn du besiegt wirst, ist nicht so schlimm. Klingt nach Spaß, ich nehme deine Herausforderung an. Oh, Peach, Junge, machst du platt? Ich glaube, jetzt Charakter aus Waluigi. Ey, ich wollte nicht mit dir. Vector, Yoshi und Shadow. Na dann los, mach sie fertig. Du, wie weißt, aufgeladene Schüsse sind stärker und ja, kannst ja auch snipen theoretisch. Ist halt ein bisschen schwieriger. Und du kannst sie dir auch snacken, das heißt, wenn die kurz noch tot sind, würde ich wirklich aufpassen. Nein, Shadow wurde schon besiegt, oder? Oh nein, noch nicht. Nein, Josh hat den Punkt bekommen. Schade. Ja, den aber. Los, los, los. Auch nicht. Skandal. Daneben. So, das ist der erste Fail in dieser Sportart. Vector haben wir schon mal. Fehlen nur noch Shadow und Yoshi. Jetzt müssen wir wissen, wo die sind. Und taktisch spielen. Oh. Oh ja, nur noch Yoshi. Wo ist Yoshi? Yoshi ist hinter dir. Weiß. Yoshi wird dich töten. Irgendwo müssen Herzen sein. Sind hier genug Herzen? Yoshi ist aber noch da. Hallo auf Yoshi! Easy. Oha. Leider kein Herz. Aber das liegt daran, weil du gestorben bist. Tragödie. Ah, die Gerüchte über dich stimmt tatsächlich, Prinzessin Peach. Du bist großartig. Ich freue mich nur, dass ich noch einen lustigen Schneekanonenkampf hatte. Glückwunsch, Prinzessin Peach. Hier ist ein kleines Geschenk von mir. Oh. Das ist ein Schießgewehr, das von Bowser habe. Hör jetzt kurz dir. Damit kannst du an der Billiathlon-Mission teilnehmen. Billiathlon? Nein, du hast ein Schießgewehr. Danke, so ein schönes Gewehr. Ich werde gut darauf Acht geben. Kommt mal wieder zum Schneekanonenkampf vorbei. Oh, danke, ich werde es mir überlegen. Das hat ja gut hingehauen. Nun haben wir ein Schießgewehr. Dann kommt dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Denn der Teleporter bringt uns näher ran als jetzt diese Kanone. Nicht die Sprungfeder. Dann halt nicht. Da müssen wir jetzt nicht mehr hin. Wir haben Peach jetzt schon. Ja, aber Sprungfeder. Nee, nicht aber. Hey, hast du schon ausprobiert? Sind cool, ne? Genau, und übrigens in Frosthausen können wir natürlich auch noch diesen Steinchen schauen. Weil wir da ja auch noch gar keinen haben. Frosthausen, ach egal. Ich weiß nicht, ob wir die da hätten schon finden können, aber gut. Gut. Wenn wir noch Zeit am Ende haben, kommen wir auch in der Galerie vorbei schon. Aber jetzt erstmal das Minispiel. The next one. Ja. Aber Jan will natürlich ein paar Steine suchen. Ich mag natürlich Steine. Ich glaube, die sind immer im Schnee. Jetzt könnte da oben natürlich was sein. Das ist natürlich prädestiniert, vor allem auch vom Ziel. Also ich würde erstmal, bevor du ja weiterläufst, links gucken. Weil das ist eine Sache, wo du eh nochmal hin musst. Was tun sie denn? Sie können doch nicht einfach weiterlaufen. Skandal hier. Ja, du musst doch. Gib mir noch mehr Steine. Ja. Direkt unter uns.
Du hast einen weißen Stein. Ich nur einen, ich habe ganz viele. Da war die Übersetzung auch nicht so gut, würde ich sagen. Bild hat ein Wort, ne? Du hast einen Stein. Ein Stein war weiß, ja, das stimmt. Er war sogar grau. Gott. Noch ein. Alter, das ist so krass. Ich weiß gar nicht, wie viele es am Ende gab. Waren es 100? Ich kann es ja nicht sagen. Ach du Scheiße. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Es waren auf jeden Fall viele. Ja, prädestiniert. Prädestiniert, meine Freunde. Wir wissen, wie oft du das noch in dem Projekt sagen wirst. Mal sehen. Du gerade gesagt hast. Ja. Oft, weil die Stellen sehen halt wirklich so aus, als wäre da, könnte man da einen hin tun. Ja, komm, geh mal jetzt zum Minispiel. Es gibt ja noch so viele Bereiche. Was um alles in der Welt ist das? Sieht so aus, als wäre der Weg versperrt. Gehen wir gleich mal nach. Steinblock versperrt den Weg. Uff. Er blockiert die Straße, daran besteht kein Zweifel. War scharfer Kampf ins Auge. Und er sieht ganz schön sauer aus. Ich glaube nicht, dass er uns vorbeilässt. Was sollen wir tun? Irgendwie müssen wir ihn doch dazu bringen, den Weg frei zu machen. Wenn Prinzessin Peach ihm schöne Augen macht, hebt er seine Stimmung sicher. Glaubst du? Ach, ein Versuch ist es bestimmt wert. Oh oh. Oh. Benutze das Mikrofon. Auf dem Touchscreen werden die Regeln angezeigt. Triff Steinblock bei offenen Augen mit Herzen. Hat er die Augen zu, dreht er durch. Das musst du halt richtig timen, glaube ich, wenn du das drückst. Drück, 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 drück. Kannst du drücken? Ich weiß es nicht. Du zerbrochen. Gegenwind, nein. Ich glaube, das klappt so nicht. Zerbrochen. Ich guck noch mal kurz. Bis gleich. So, ich habe auch mal weiterlaufen lassen, weil ich glaube, das erledigt sich sogar größtenteils von alleine. Nee, Glück du haben. Hast ein Zeitlimit und das wird nichts. Ach so, ja, okay. Müsste man noch ein bisschen mehr treffen. Ja. Yeah. Das ist jetzt sehr komisch. Wie mache ich denn das? Audio? Nee. Läuft ich muss es ja. Oder nicht? Ja, gerade. Ich gucke mal ganz kurz. Hä? Ja, ne? Ich google einfach mal kurz. Bis gleich. Okay, ich habe was umgestellt. Wir gucken mal, ob das geklappt hat. Ich habe keine Ahnung. Das hört sich richtig schlimm an, ne? Nee, irgendwie ja nicht, ne? Nein. Okay, bist klar. Okay, wir haben es. Ich habe es jetzt geschafft, dass es mit einer Taste geht. Ah, es ist halt jetzt nur Pusten. Mal reden muss man hier wahrscheinlich nicht. Also Nintendox würde schwierig werden. An Nintendo spielen wir ja gar nicht. Ran an ihn, los! Einmal noch. Ob das so knapp ist. Er wird jetzt noch zu grimmig werden. Nee, doch nicht. Okay. Geschafft. Ich mag diese Minigames. Die sind so schön. Wunderbar, es hat endlich... Ja, wir haben ihn endlich beruhigen können. Und er hat uns auch den Weg freigegeben. Die Macht einer Prinzessin kann halt einfach... Kann man einfach nicht widerstehen. Ah. Ja, ich bin so froh, dass ich helfen konnte. Machen wir uns auf den Weg. Ich hoffe, das hat jetzt nicht so schlimm für euch angehört. Und ich hatte das Mikro gepustet hab davor. Oh, erstmal die Schneemänner. Hier gibt es ein paar Sachen, die wir noch machen. Ach, es gibt hier so viele tolle Missionen. Vor allem ein Charakter, den ich auch sehr mag. Oma, ciao. Ich will natürlich erstmal Steine. Nein, oh, da hat man schon gesehen. Lukles. Oh, ein Shy Guy. Nice. Shy Guy. Komm, ich will Trivia. Also neben dem Baum. Komm, gib mir noch ein Trivia. Bitte, bitte. Nein. Skandal. Also Knuckles erst. Oder ja. Am nächsten Part. Nö, mach mal so. Hey Sonic, in Frosthaus ist ganz schön was los, hä? Oh, Mario ist auch hier, was? Entschuldigung, bist du nicht auch ein Freund von Sonic?
Naja, Freund ist vielleicht. Das sollte wohl. Ah, da musst du Knuckles sein. Ich hab schon von dir gehört. Jawohl, da bin ich. Ihr steckt in Schwierigkeiten, hab ich gehört. Ihr seid auf dem Weg, die Schneegeister zu retten. Euch ist nicht zu schwer, hm? Was? Ihr wollt, dass ich euch entschließe? Ja, los doch, Knuckles! Tell, sie hab ich gar nicht gesehen. Wir tun uns zusammen und helfen den Schneegeistern mit vereinten Kräften. Ich werde es mir überlegen, aber da gibt's einen Haken. Wenn ihr wollt, dass ich mitmache, müsst ihr mich erst ein Bier durchschlagen. Ah, wir haben tatsächlich auch das Gewehr schon letzten Tag bekommen. Also let's go. Alles klar, das wird ein toller Wettkampf. Komm, lieber Peach, gleich. Peach. Jetzt auch schließlich geschenkt bekommen von Goomba. Wollen ja nicht einfach wieder wegnehmen. Yay! Yeah. Knuckles gesagt. Knuckles. Ah. Knuckles. Komm, schaff's nicht. Oh, da war das Ding, wie du den Turbo machen kannst. Jetzt musst du aber aufpassen, Jan. Vor der Ziellinie musst du wieder abbremsen, beziehungsweise aufhören, hart zu drücken. Aber wenn du gut schießt, was du eigentlich gut kannst, soll es alles gut sein. Ich sag dir, wenn du langsam machen musst. Ja, schwierig. Jetzt, langsam, langsam. Ah, schon zu spät. Eieiei. Wenn du wartest, geht's halt auch, theoretisch. Oha, weh. Komm, wenigstens 4. Ja. Naja, drück. Oh, sehr gut. Immer schön versuchen, den Sprung zu laufen. Turbo, ja, sehr gut. Turbo. Jetzt kannst du eigentlich schon langsamer machen. Ah, fast perfekt. Ey, wie er Kopf so ist. Nein. Keine Blutfeder. Oh, shit. Nein. Wenigstens 3, komm. Wenigstens 3 ist gut. Ist okay. Ah, spam. Ah, wenn früher weg als er das gut. Immer nur knapp neben den Streifen. Das ist die letzte Runde, du musst dich jetzt am Ende nicht schonen, würde ich sagen. Sie. Nice. Ich würde sagen, wir machen die andere Mission auch noch ein paar, das sollte noch klappen. Das ist ein Kristall. Oh, wir haben jetzt 4 Stück, wir können jetzt eine neue Barriere wegmachen. Oh, wir haben 4, geil, wir können jetzt das machen. Und jetzt müssen wir die erstmal besiegen können. Oh, ich dachte, ich hätte den Sieg in der Tasche. Aber wenigstens weiß ich, dass ich der Sache gewachsen bin. Los, zu den Schneegeistern. Danke, wir wissen deine Hilfe zu schätzen, Knuckles. Freut mich, dass du mitmachst, Knuckles. Jetzt, wo er mich dabei hat, werde ich böse und mir die Leviten lesen. Ja, lange nicht mehr gut. Teil des. Oh, dass wir einen neuen starken Verbündeten im Team haben. Ja, dann können wir das jetzt gar nicht machen. Ja, vielleicht stimmt es. Was machst du? Wir können das ja jetzt nicht mehr machen. Warum? Wir haben doch die 4 Kristalle. Wir hören erst danach wieder. Ach, wurde das gesagt? Ja. Schalke Abenteuerbuch 1. Vor langer, langer Zeit kam ein einsamer Schalke nach Forsthausen. Dort traf er 2 Männer, die einen Traum hatten, fortzusetzen folgt. Nein! Und dieser Part folgt auch. Oder kannst du das machen? Hallo, wie geht's dir? Ja, so? Bald nicht. Ciao, ciao, ihr könnt ja die Skisprungmission absolvieren. Wollt ihr es mal versuchen? Ja, dann los. Geht die Post. Ja. Ich glaube, wir müssen das dann nicht nochmal machen. Ich glaube, das kann mir sogar vorstellen, dass das jetzt nur eine Übung ist. Knuckles. Aber mal gucken. Passiere bei starkem Gegenwind mindestens 110 Meter. Oh, das ist... Kann schnell gehen, kann nur lange dauern.
Oh. Ja, so auf jeden Fall nicht. Puh, das war ja nicht mal fast. Was hat das denn? Was denn? Gefühlt hast du gerade wieder dein Mikro irgendwie komisch gepustet. Ja, gepustet nicht, aber... Der Absprung ist jetzt halt wichtig. Aber das kannst du... Nicht mehr. Ey, hau doch nicht gleich alles kaputt hier. Aber das Ding ist, kann man die Mission dann nicht eigentlich nur gut abschließen? Wahrscheinlich. Das heißt, man kriegt immer ein Leben dazu. Komm, Knuckles. Sag mir, was du kannst. Hä? Ja, okay. Warum nicht? Was soll denn das? Weiß ich nicht, vielleicht ein Tick zu spät diesmal. I could have done better. Bin ich mir aber auch sicher. Hä? Hey. Okay, jetzt langsam verstehe ich es echt. Komm schon, ey. Ist wohl zu gut gelaufen im Part. Es muss ausgeglichen werden. Ach komm mal. Ja. Komm. Nur noch fliegen. Ich glaube, die Landung ist egal. Nein, das ist zu wenig, das ist zu wenig. Doch. Hat gereicht. Aber 112, okay. Easy, haben wir es auch noch geschafft. Aber ich glaube sogar, es hat jetzt gar nicht gezählt, oder? Ciao, ciao. Glückwunsch, ich habe die Mission abgeschlossen. Ja, wir haben halt keinen Stern dafür bekommen, kein Dings. Ich glaube, das bekommt man dafür nicht. Es ist so wie das andere, es ist gelöst. Jetzt lege ich noch kurz die Trivia vor. Hä? Ach so. Ah, jetzt nach was unter dem Ahornbaum. Neues Trivia-Wissen. War Eislauf jemals eine Außendisziplin? Der Eiskunstlauf wurde zum letzten Mal bei den Olympischen Winterspielen von Cortina d'Ampezzo 1956 im Freien abgehalten. Warmluft verhinderte, dass einige der geplanten Disziplinen draußen ausgetragen werden konnten. Tja, mit dieser Info werden wir auch diesen Part beenden und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Übrigens, das war bisher... Wir waren immer noch nicht in der Galerie, wir sollten jetzt echt mal hingehen. Damit starten wir den nächsten Part, weil wir wollen hier noch ein bisschen auf den Stein suchen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir schalten in der nächsten Folge von Let's Play machen. Sonic bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver 2010 wieder ein. Also nicht verpassen und ein Like da lassen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.